Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part von The Legend of Zelda Twilight Princess. Ich habe zwar immer gesagt, ich nehme an einem Stück auf, aber das mache ich nur in Dungeons. Denn zum Rendern ist das eigentlich... Ja... Ist das eigentlich hier so angenehmer? Muss ich nicht immer eine Stelle suchen, wo ich cutten muss? Von hier aus können wir nach oben. Probieren wir es. Aber ich denke mal, auch in Dungeons werde ich mal gucken, ob ich vielleicht ab und zu mal einen Cut mache. Ich weiß es aber noch nicht, weil manchmal... Oh. Ja, manchmal ist es halt unvorteilhaft. Arsch! Oh, meine Lebensanzeige. So. Ich darf also nicht sofort sprinten. Wenn man bedenkt, dass ich das auf den Hero-Modus machen wollte. Mit den drei Herzen. So. Die Zora ist tief im Eis. Stuff. Oh. Dann töte ich erstmal den hier. Ich muss erstmal den Knopf wieder finden. Nein. Na fuck. Ich hab... Das Problem ist, ein Treffer und ich bin tot. Jawohl. Ich mache das auch hier nur als 3-Herze-Challenge, weil ich das Spiel halt... Ja. Weil es halt... Weil ich es halt ja schon mal aufgenommen habe. So. Jetzt gibt es hier auch ein Portal. Dann könnten wir endlich warpen. Wenn du mal frische Luft in der lichten Welt schnuppern willst, sag's mir einfach, ich bring dich hin. Und das werden wir auch jetzt tun. Denn, oh, ein Herz. Denn, ach ja, stimmt, Midna. Hey, schau mal, da unten, sieh das mal an. Okay, dann sehen wir uns das mal an. Alter. Hey, das sind doch die Zoras, oder? Aber sieh dir das nur an. Was ist nur mit denen passiert? Und was meinst du? In diesem Zustand können wir die doch nicht sich selbst überlassen, oder? Was meinst du? Sollen wir sie nicht wenigstens auftauen? Aber hier fällt mir nicht ein, wie wir das machen sollen. Vielleicht könnte ich ja besser nachdenken, wenn wir woanders wären. Es gibt ja jetzt auch ein Portal hier. Wir können also jederzeit zurück, wenn wir etwas finden, womit wir das Eis schmelzen können. Okay, Midna. Ich bin dafür. Und dafür gehen wir... Ins Reich der Goronen. Zum Todesberg. Denn, ihr erinnert euch? Dort war ja der, irgend so ein großer glühender Stein runtergeplumpst. Und dieser große glühende Stein
könnte für uns von Nutzen sein. Dieser Stein ist ja immer noch hier und anscheinend ist er immer noch ziemlich heiß. Auf zu den Zoras. Ich habe mir übrigens vorgenommen, ein Zelda-Spiel nach dem anderen zu Let's Playen jetzt. Also nach dem Teil kommt auf jeden Fall sowas wie Hyrule Warriors und Skyward Sword wollte ich auch nochmal 6-Herz-Challenge machen im Hero-Modus. Ich glaube, das war ein großer Fehler. Vielleicht bleibe ich einfach nur dabei, dass ich es in Hero-Modus mache. Aber vielleicht ist bis dahin sowieso der neue Teil raus. Mal schauen. So. Jetzt ist hier Wasser. Unglaublich, wofür man so einen heißen Stein alles verwenden kann. Findest du nicht? Also dann. Den Soras ist fürs Erste geholfen. Gehen wir. Schließlich ist das Eis gebrochen. Da dürfte auch Wasser in Hylia-See sein. Also können wir auch zu diesem Lichtgeist, oder? So. Und ich würde gerne mal wissen, was würdet ihr eigentlich davon halten, wenn es mal Synchronsprecher geben würde? Weil, ich finde das zwar schön und gut, dass man halt hier mal lesen muss und bla bla bla. Aber für mich muss... Es muss ja nicht sein, dass Link einen Synchronsprecher bekommt. Der hat ja einen, nur der schreit hü, hi, ha und so weiter. Das würde er ja nicht machen, wenn er keinen Sprecher hätte. Ja, und was jetzt? Ich glaube... Irgendwas war hier. Warte bitte. Was? Ich danke dir, dass du unser Volk und diese Quelle, die Hyrule mit Wasser versorgt, wieder zum Leben erweckt hast. Ich bin Lucida, die Herrscherin dieser Sora-Höhle und die Königin unseres Volkes. Wir haben das nicht unbedingt gemacht, weil wir euch helfen wollten oder so. Unsere Höhle wurde von Wesen der Finsternis überfallen und ich wurde als Warnung für unser Volk von ihnen hingerichtet. Du, der du die Gestalt eines stolzen Tieres angenommen hast, ich habe eine Bitte an dich. Als wir überfallen wurden, bat ich meinen Sohn Rallis nach Schloss Hyrule zu gehen und Prinzessin Zelda zu unterrichten. Nun fürchte ich, er schwebt in großer Gefahr. Dass diese Furcht nicht unbegründet ist, fühle ich einfach. Ich spüre ihn immer weniger. Und nun habe ich noch nicht einmal mehr ein Leben, das ich für ihn opfern könnte. Ich bitte dich, stolzer Held, Held in Gestalt eines Tieres, du musst Prinz Rallis helfen. Wenn du das tust, werde ich dir die Gabe des Wassers verleihen. Damit erlangst du die Fähigkeit, dich wie die Zoras unter Wasser frei zu bewegen. Bitte, hilf meinen Sohn. Klar, machen wir. Sie sagt, wenn du ihm hilfst, erlangst du die Fähigkeit, wie ein Zora im Wasser zu tauchen. Was tun also, großer Held?
In der Gestalt einer Bestie kannst du dem Prinzen doch nicht unter die Augen treten. Hehehe. Vielleicht solltest du ja davor noch dieses Land für die Welt des Lichts zurückerobern. Ja, das machen wir als erstes. Genau. Und ich hatte mal gedacht, was ist eigentlich, wenn mal ein Zelda zeitlinienmäßig so verfallen würde, dass sogar Charaktere aus den Vorgänger eigentlich auch wieder vorkommen könnten. Wäre auch mal cool, wenn alte Charakter wieder auftauchen würden. Das Wasser hat so schnell angefangen zu fließen und jetzt wird der Strom anscheinend noch stärker. Das fließt jetzt bis zum Hylia-See. Warum lässt du dich nicht einfach mit der Strömung treiben? Gute Idee. Weil das finde ich auch mal eine interessante Sache. Weil man hat es ja bei Majora's Mask, das fand ich ja auch schon so genial, weil man hatte halt diese Charakter, die man schon kannte. Die waren halt nur in einem Paralleluniversum. Aber was ich mich jetzt frage, was ist mit diesem Paralleluniversum eigentlich geworden? Der Held der Zeit ist ja dort geblieben. Glaube ich. Na, auch schon wach? Sieh dich ruhig um. Ich habe dir doch gleich gesagt, dass uns der Strom bis zum Hylia-See bringen wird. Und es sieht so aus, als wären wir direkt vor der Höhle des Lichtgeistes. Also, lass uns gehen. Wir haben schließlich nicht den ganzen Tag Zeit. In der Tat haben wir nicht. Und es sind auch erst 11 Minuten vergangen. Ich bin der Letzte, der von den Schatten umfangenen Lichtgeister von den Göttinnen auserwählter Held. Du hast es bisher geschafft. Mein Licht, das mir die Wesen der Finsternis geraubt haben, füll es in diesen Tiegel des Lichts. Ja, kennen wir ja. Die Schattenkäfer haben mein zerstreutes Licht. Aber, wie du weißt, sind in den Schatten die Schattenkäfer ebenso wie die Menschen unsichtbar. Finde mein Licht und beseitige die letzten Schatten in Hyrule. In der Tat, das werde ich. Das werde ich. Da ist schon mal der erste. Was mache ich denn da? Okay, hinterher! Na! Ah. Ich muss sagen, Twilight Princess ist wirklich eins der besten Teile. Schon allein, was es hier alles zu entdecken gibt, wie groß es ist. Das Einzige, was mir nicht ganz so gefällt, ist die Finsternis. Es war schön und so, aber ist mir dann doch ein bisschen zu düster. Ich weiß nicht, ist Geschmackssache. Aber ich finde die Figuren einfach dort so, ne, ich weiß nicht. Ja. So, den haben wir geboxt. Komm, komm, komm. Und jetzt haben wir hier auch ein Portal. Die einen Schattentypen, die habe ich ja nicht fertig gemacht, weil ich ja als Link ziemlich schwer die besiegen
hätte können, also weil man muss ja alle töten auf einmal. Und mit dem Wolfling geht das einfach einfacher. Ich finde, ich mag Wolfling. Nein, Gespür. So, da hinten ist nämlich noch einer. Da oben. Ja, ich habe dich schon gesehen. Eingraben wollte er sich, der Drecksack. Habt ihr das gesehen? Und jetzt schwimmen wir. Obwohl, sind wir nicht zu Lande schneller. Oh, ich glaube, da gibt es sogar einen Landweg. Dahin eigentlich. Da hinten, seht ihr ihn? Schwirrt da rum. Aber ich finde es interessant, wie hier Menschen und Soras im Einklang leben. Und Goronen. Anders als jetzt zum Beispiel bei, halt bei anderen Spielen. Da ist nämlich, man merkt den Rassismus bei manchen Spielen. Nein. In Spielen ist man anders, dann ist gleich die Hölle los. Bei Xenoblade ist das ja arg krass. Die Nobbums leben zwar im Einklang mit den Menschen, aber dafür die, ja, dafür ist trotzdem da ein bisschen Rassismus drin. Ja. So, das ist der einfachste Weg jetzt. Das wollte sie uns sagen. Das ist der einfachste Weg jetzt, in die nächste Gegend zu fliegen. Ah, die Sequenz könnte ich eigentlich abbrechen. Mal gespannt. So, Gespür an. Na gut, jetzt ist hier auch mehr Wasser. Ah. Aber man merkt schon, ich habe hier die Kontrolle. Man merkt den Unterschied. Ah, stark nach... Da konnte ich jetzt überhaupt nichts mehr machen, weil ich den Käfer haben wollte. Hey, du musst dir schon ein wenig mehr Mühe geben. Was ist? Sollen wir es nochmal probieren? Ja. Ich hoffe, die Lichtgeister sind trotzdem... also das Licht ist trotzdem gecatcht. Aber vorsichtshalber. Ja, die Licht... Die... Das Licht ist trotzdem gecatcht. Ich würde aber gerne mal von euch wissen, was war eigentlich euer Lieblings-Zelda-Teil momentan? Meiner ist und bleibt Ocarina of Time, also und Majora's Mask. Aber auch Wind Waker fand ich in seiner Art toll. Und natürlich Twilight Princess, klar. Also eigentlich finde ich alle Hauptspiele genial. Na, da habe ich nicht aufgepasst. Selbst das auf dem Super Nintendo war schon legendär. Aber das Beste, weil es halt auch mein erstes Zelda war, ist halt Ocarina of Time.
Und Majora's Mask fand ich so geil wegen den Nebenaufgaben, aber es war zu kurz. Es waren nur 4 Bosse fertig. Was ich auch gerne hätte mal in einem Zelda-Spiel wäre, dass, nun ja, Bosse neben halt den Original-Dungeons. Das heißt also so, mal so ein Secret-Boss oder so, der ein Herzteil ausspuckt oder glaubt sogar ein Herz, nee, ein Herzcontainer wäre zu viel. Aber der halt auch mal zum Beispiel ein Item bewacht oder so. Einfach so. Sowas fände ich auch mal cool. So, wir sind wieder am Ende angelangt. Alle Lichtdreckssäcke eingefangen. War ja auch gar nicht so schwer. So, und jetzt haben wir hier auch noch ein Licht. Was ist denn das? Ein Insekt? Wie widerlich, das ist ja riesig. Auf dem Land findet man wirklich die schrecklichsten Dinge. Ah. Jetzt ist es tot. Oh, ist es hinüber? Habe ich mich erschrocken. Wenn die doch bloß nicht mehr auftauchen würden. Ah. Es passiert einfach nichts Gutes mehr. Auf der Arbeit nicht. Und privat erst recht nicht. Oh, hat dein Freund dich verlassen oder warum privat nicht? Okay, und da habe ich es schon gesehen. Das Geheule. Aber das mache ich erst im nächsten Part. Wir haben schon 22 Minuten erreicht. Danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.